Hallo, hallo, mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser magischen Folge geht es um nichts Geringeres als die Annahme, dass wir uns das gesamte Universum als einen riesigen Bewusstseinscomputer vorstellen und das natürlich auch auf unser Leben anwenden können. Let's go. Angenommen, das gesamte Universum ist ein riesiger Bewusstseinscomputer, ja? Dann bedeutet das nichts Geringeres, als dass das Bewusstsein das Betriebssystem ist und die Wirklichkeit der Output. Und genauso, wie wir bei einem Computer die Befehle und Programme wechseln, wenn wir ein anderes Ergebnis haben wollen, müssen wir dann eben auch den Input verändern, wenn wir unsere Welt verändern möchten. Also in dem Sinne eben unsere Gefühle, Emotionen, Gebete und Überzeugungen. Du kannst es dir so vorstellen, dass du zum Beispiel eben die Funktion eines elektronischen Computers nutzen möchtest. Ja, und da ist die Hardware dann eben der Prozessor, der Bildschirm, der Drucker beispielsweise. Das Betriebssystem ist zum Beispiel Windows, Macintosh, ja, und du benutzt Programme und verschiedene Softwares, je nachdem, was du eben machen möchtest, was deine Ziele sind. Wir nehmen jetzt mal ganz vereinfacht die klassischen Oldschool-Software, Programme, ja, Word, Excel, PowerPoint. Wenn wir das auf den Bewusstseinscomputer übertragen, bedeutet das nichts Geringeres, als dass die Hardware die Matrix ist, in der wir leben. Das Betriebssystem ist das Bewusstsein und die Programme, die wir verwenden, sind unsere Gefühle, unser Glaube und unsere Gebete. Das bedeutet konkret, dass wenn wir unsere Gefühle ändern, und das sagt ja auch zum Beispiel der renommierte Arzt aus Amerika, Dr. Joe Dispenza, dass wenn wir unsere Gefühle und unsere Wahrnehmung verändern, dass wir dann auch die Realität neu kreieren. Also dass wir dann, ich sag mal, auf einer anderen Frequenz zugänglich werden für andere Realitäten, als wenn wir auf einer anderen Frequenz unterwegs sind, logischerweise. Also das klassische Beispiel, ja, wenn du den Radio einschaltest und jetzt hier in Nürnberg 92.9 einschaltest, dann bekommst du Hitradio N1. Wenn ich jetzt aber 106 irgendwas eingebe, dann vermutlich einen anderen Sender, ja, eventuell klassische Musik oder was auch immer, aber eben kein Radio 92.9 Hitradio N1. Das bedeutet, wenn wir auf eine andere Frequenz wechseln, mit anderen Gedanken und anderen Gefühlen und einem anderen Glaubenssystem, also auch demnach ja, anderen Erwartungen an die Realität mit anderen Annahmen rangehen, also auch basierend auf einer anderen Identität, dann erleben wir die Realität auch anders. Das bedeutet konkret, wir müssen unsere Software ändern und dann erleben wir auch eine andere Realität. Und das hat eben auch damit zu tun, was deine Glaubenssätze sind, was deine tiefsten Überzeugungen über das Leben sind. Ja, also denkst du, das Leben ist gut, es ist schlecht? Denkst du, das Leben will dir immer nur Gutes oder dir geschieht nur Schlechtes? Betrachtest du dich prinzipiell als Glückspilz oder als Pechvogel? Sagst du, ich bin reich oder ich bin arm? Sagst du, ich habe eine brillante Zukunft vor mir oder sagst du, es geht jeden Tag bergab und wird langfristig nur schlimmer? Sagst du, ich bin gesund oder ich bin krank? Sagst du, ich bin geliebt oder keiner liebt mich? Ja, all das sind ja Glaubenssätze und die werden natürlich in deiner Lebenswelt wiedergespiegelt. Das bedeutet, du musst dein Leben so betrachten, dass du eben ein Bewusstseinscomputer bist und wenn du eine andere Realität haben möchtest, brauchst du eben auch eine andere Software, also andere Glaubenssätze, weil letztlich das Leben immer dir alles spiegelt, was du selbst tief in deinem Inneren für wahr hältst. Und das Spannende ist natürlich, dass es dann auch selbstverständlich, wenn es einen individuellen Bewusstseinscomputer für jeden gibt, dass es dann auch einen kollektiven Bewusstseinscomputer gibt und letztlich alles miteinander verbunden ist und Menschen immer sich selbst wehtun, wenn sie anderen wehtun. Ja, auch wenn sie die Person gar nicht kennen. Ja, wenn Menschen im tiefsten Westen etwas machen, was auf Menschen im tiefsten Osten Auswirkungen hat und die sich nie begegnen, sind sie trotzdem rein energetisch miteinander verbunden. Wenn dich das näher interessiert, check auch meine Playlist Levels of Consciousness, Spiral Dynamics, beziehungsweise natürlich auch meine Playlist Quantenphysik, wo ich auch näher erkläre, inwieweit alles miteinander verbunden ist und warum es so wichtig ist, worauf wir unseren Fokus legen. Also, wie gesagt, Programme ändern, indem man die Gefühle ändert, weil Gedanken alleine reichen nicht. Ja, andere Gedanken sind der erste Schritt, aber sind dann immer nur, wie gesagt, der erste und es gibt noch weitere. Und langfristig geht es eben nur, wenn man ein anderes Fühlen hinbekommt, also andere Gefühle im Alltag,
Ja? Und letztlich langfristig beginnt das auch immer mit der proaktiven, bewussten Dankbarkeit. Wie man das macht, wie man das lebt, erfährst du unter anderem auch in Podcast-Folgen, die ich dir in der Beschreibung verlinken werde. Oder du checkst gleich direkt meine Playlist Gratitude is the best attitude, wo es eben um die Dankbarkeit geht, weil ich sie so für wichtig halte und grundlegend für ein gesundes und positives Leben. Keep it in the village.